Kleinbusse erfreuen sich großer Beliebtheit in Varianten vom Wohnmobil bis zum Kindergartenbus. Daher hat der ADAC deren Sicherheit im Rahmen von Crashtests untersucht. Ein Modell war der weit verbreitete VW T5. Ein zweiter Kandidat war der Renault Trafic, baugleich mit dem Opel Vivaro und dem Nissan Primastar, die ebenfalls einen hohen Marktanteil abdecken. Beide Fahrzeuge sind Neunsitzer und werden auch bevorzugt zum Transport von Kindern genutzt. Im Test wurden neben zwei zusätzlichen Erwachsenen ein Kind im Kindersitz und ein Kind in der Babyschale in das Fahrzeug gesetzt. Besonderer Augenmerk bei den Tests galt der Sicherheit der Personen auf den hinteren Sitzbänken. Solche Farbaufträge markieren nach dem Crash die Berührungspunkte mit Karosserie und Inneneinrichtung. Die mit 6 Personen besetzten Kleinbusse prallen beim Test mit einer Geschwindigkeit von 64 km/h auf eine verformbare Barriere, entsprechend einem Frontalzusammenstoß mit einem gleichschweren Fahrzeug. Zunächst der Crash des VW T5 in Realzeit. In der Zeitlupe sieht man, dass es für die Frontinsassen kein hohes Gesamtverletzungsrisiko gibt. Sehr gering ist das Verletzungsrisiko in der zweiten Reihe. Das Kind wird sicher gehalten und auch die Sitzbänke sind sehr gut verankert. Leider fehlen Gurtstraffer und Gurthöhenverstellung. In der dritten Reihe besteht zwar keine Gefahr für das Kleinkind, allerdings hohes Beinverletzungsrisiko für Erwachsene. Diese schlagen mit den Knien hart gegen einen Stahlträger des Vordersitzes. Die Stabilität der Fahrgastzelle hat beim VW Verbesserungspotenzial. Hier sollte die Stabilität des Fußraums erhöht und die Pedaleindringung minimiert werden. Und nun im Vergleich der Crash des Renault Trafic. Aufgrund der stabileren Fahrgastzelle ist das Verletzungsrisiko für den Fahrer zwar geringer, aber der Beifahrer ist durch den fehlenden Airbag im Brustbereich gefährdet. Das Risiko in der zweiten Reihe ist für alle auch hier sehr gering. Die Sitzverankerung ist ebenfalls sehr gut. Leider gibt es nur eine Isofix-Befestigung. Die Gurthöhe ist auch hier nicht einstellbar. Die dritte Reihe ist für Kindersitze nicht freigegeben und genau wie beim VW ist für erwachsene Personen die Verletzungsgefahr im Kniebereich durch die Verstrebung der Vorderbank sehr hoch. Obwohl beide Kandidaten den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen, besteht doch einiges Verbesserungspotenzial. Der ADAC fordert Gurtwarner, Gurtstraffer und Gurthöhenverstellung auf allen Plätzen, höhere Stabilität im vorderen Fußraum und Entschärfung der Knieverletzungszonen in der dritten Reihe. Beim Renault fehlt ein serienmäßiger Beifahrer-Airbag sowie deutliche Hinweise, auch im Fahrzeug, dass die dritte Reihe nicht für Kindersitze freigegeben ist.